Sie kommt. Ich kann mir wehtun. Okay, also, wie gesagt, das Genu-Video, ich bin sehr gespannt darauf, weil es um Ninjas geht. Ja, Leute, ich würde mal sagen, dann hauen wir mal das Video rein. Bin sehr gespannt. Ichikawa Izo to moushimasu. Honmono no ninja natte itadakitai to omoimasu. Ey, wenn ich das schon sehe, so hätte ich so Bock, Ninja zu werden. Einfach. Ich will auch so ein Schwert. Ich habe so einen Anzug noch vom Kung Fu. Ich habe nur so ein dummes Holzschwert bekommen. Das benutze ich auch immer in den Videos. So ein Übungsschwert quasi. So was Richtiges durfte ich nie haben. Hey, Ninjas haben mich schon immer fasziniert und deswegen war ich jetzt schon total aufgeregt, endlich einmal das Training und den Alltag eines echten Ninjas miterleben zu dürfen. Was ich definitiv unterschätzt habe... Oh mein Gott, wie geil. Augenbinden beim Training ist ja mega geil. Ich bin schon so gespannt. Wie viel Disziplin und Fähigkeiten es braucht, ein echter Ninja zu sein. Und da es da draußen wahrscheinlich einige wie mich gibt, die es komplett unterschätzt haben, wie hart eine Ninja-Ausbildung sein kann, werde ich heute einen ganzen Tag mit einem echten Ninja verbringen. Ich habe mal irgendwann so eine Doku gesehen von so Shaolin-Mönchen, wie deren Tagesablauf ist. Also die machen ja nur Training den ganzen Tag. So nur Training. Das ist bei denen ja auch, glaube ich, Religion? Aber die stehen auf. Das Erste, was sie machen, ist trainieren. Irgendwie so einen Berg hochlaufen oder so, keine Ahnung. Dann gibt's erst Essen und dann geht's wieder ans Trainieren. Ey, den ganzen Tag nur heftig. Wir haben doch alle Naruto gesehen. Oh ja, stimmt. Mein Tag startete morgens in Kyoto im Ninja-Dojo und Store Kyoto. Dort begrüßte uns der Großmeister Izo Ishikawa, der uns anschließend durch das Dojo führte. Also, mein Name ist Ishikawa Izo to moushimasu. Umare wa ninja de yūmeina. Er lehrt bis heute das Nindo-Programm und hat den fünften Dan in Ninjutsu. Auch mein Training wird über das Nindo-Programm laufen, denn das ist das weltweit einzige von der Japan offiziell anerkannte Ninjutsu-Ausbildungsprogramm. Nachdem ich habe auch so ein Buch von Bruce Lee damals gekauft, ganz früher noch auf Englisch, ich habe das auch gar nicht richtig verstanden. Der hat Jeet Kune Do gelehrt, das war auch so eine Mischung aus Ninjutsu und irgendwas anderes noch eigenes. Ich war einfach der Ultra-Kampfsport-Fan, Ultra. Ich habe die ganzen Jackie Chan-Filme irgendwie nachgekauft, ungeschnitten, wie es ging. In Deutschland kamen die leider alle so durcheinander raus mit anderen Titeln und so. Einfach richtig faszinierend so. Also für mich sind das immer schon so eine Art Superhelden gewesen. Als wir uns das Dojo genauer angeschaut haben, war es also für mich Zeit, mein Outfit zu wechseln. Und hier wurde mir bewusst, worauf ich mich eingelassen habe und dass der Tag sicherlich anstrengend werden würde. Bevor die Ninjas allerdings mit dem Training starten, laufen sie zu einem Schrein und erst einmal zu beten. Ursprünglich wären wir heute übrigens auf einen Berg hinaufgegangen, um zu trainieren, aber an diesem Tag sollte es gewittern und regnen, weswegen das Training im Dojo. Habe ich doch gesagt. Als erstes im Berg rauflaufen. Ich finde es auch so faszinierend, dass die im Prinzip das Training so natürlich machen. Die gehen nicht ins Gym und haben da, keine Ahnung, die beste Technik und Gewichtmaschinen und so Kram. Die arbeiten mit der Natur. Das Betreten des Schreines. Okay, eine Barriere, die den heiligen Bereich kennzeichnet. Übrigens sehr wichtig, denn man betritt den Schrein mit dem linken Bein. Denn der Weg in der Mitte ist der Weg der Götter. Und wenn man mit dem linken... Hast du jetzt aber nicht das rechte Bein genommen? Ich weiß jetzt nicht, wo die Grenze ist, aber geht's nicht mit dem rechten Fuß zuerst? Mit dem linken Bein. Denn der Weg in der Mitte ist der Weg der Götter. Und wenn man mit dem linken Bein als erstes geht, dann ist man noch am weitesten entfernt von dem Weg des Gottes. In Japan gilt vor allem, dass bevor man göttliche Aktivitäten ausführt, der Körper und der Geist sauber sind. Deswegen symbolisiert die Reinigung des Mundes, die Reinigung des Inneren und die Hände, die Reinigung der Außenseite. Hi, arigatou gozaimasu. Zurück im Dojo angekommen, war auch hier das Betreten der Matte wichtig und auch hier benutzen wir den linken Fuß als erstes. Und auch ein dickes Dankeschön an dich, Hiro, denn ihr habt es ja schon mitbekommen, dass gerade durch viele Touristen und Content Creator bestimmte Bereiche in Japan abgesperrt sind, viele auch nicht mehr bereit sind, mit Leuten wie uns zu arbeiten, was ich absolut verstehe, denn da haben sich sehr viele in der Vergangenheit überhaupt nicht gut benommen, deswegen ist es umso eine... Das ist kacke, ne? Ich habe auch immer, also ich hatte jetzt sehr viele so Termine, Finanzierungstermine, sag ich
oder egal, wo du musst, wo du deinen Beruf angeben musst. So, ich sag immer, dass ich irgendwas mit Medien mache. Ich bin in der Werbebranche oder so. Ich habe noch nicht einmal irgendwo draufgeschrieben, dass ich, keine Ahnung, YouTuber oder Influencer oder sowas in der Richtung bin. Ich verbinde das ja selber irgendwie mit einem schlechten Image. So. Ich hätte entweder Angst, dass es so rüberkommt, als würde ich das einfach so sagen, so, weil ich das mal werden möchte, so. Oder dass die Leute direkt irgendwie einen schlechten Eindruck haben, so. Unsere Ehre, dass wir das heute hier machen dürfen. Deswegen behandelt ihr das auch mit Respekt. Wenn ihr woanders seid, in einem anderen Land, Leute, benehmt euch. Ich machte mich schon mal psychisch bereit für den sehr, sehr langen, anstrengenden Trainingstag. Und ich muss ehrlich sagen, mir war nicht bewusst, was Ninjas alles können müssen. Also wenn ich morgens aufstehe, vorhin haben wir ja auch im Schrein gebetet, aber bevor ich morgens in Dojo gehe, lasse die ausländischen Touristen Ninja-Erfahrungen machen. Und abends beginnt meine eigene Trainingszeit. Aha, okay. ninjutsu no keiko もしてます武術の稽古もしてますそれからねお茶お茶ね Sado Tato, Sencha. Ey, wie lang ist so ein Tag? Ich gerne mal wissen. Ohayashi, Mai no. Dance, ne? Dance, Mai. No Renshu nanka shimasu. Wenn ein Ninja am Spionieren ist, muss er sich gut in die Gesellschaft eingliedern. Das bedeutet, er muss möglicherweise als Musiker auf der Straße agieren und er muss ein guter Schauspieler sein, um undercover bleiben zu können. Und was sind so für dich? Finde ich geil, dass die das auch können müssen. Finde ich richtig geil. Boah, ich liebe Ninjas, die können alles einfach. Die wichtigsten Fähigkeiten, die ein Ninja auf jeden Fall beherrschen muss. Gelassenheit und ein unerschütterliches Herz. Überlebenskunst. Damit ich eventuell am Ende des Tages diese Fähigkeiten auch besitze, wurde mir der Assistent von Ichikawa, Kiyoshi Saito, vorgestellt, der die Aufgabe hatte, mir in den nächsten Stunden die wichtigsten Disziplinen eines Ninjas beizubringen. Anschließend werde ich geprüft, um ein echter Ninja zu werden. Und falls ihr euch fragt, ob es auch weibliche Ninjas zur Spionage gab, die damals eingesetzt worden sind, ja, es gab sie. Okay, also ein Tag reicht auf keinen Fall aus, würde ich jetzt mal sagen, aber ich bin trotzdem gespannt. Und somit startet auch schon die erste Lektion, das Schleichtraining. Ninja war so, Ey, ganz kurz. Glaubt ihr, es gibt noch Ninjas heute? Also die sehen vielleicht nicht mehr so aus, aber glaubt ihr, es gibt die noch und die sind halt einfach nur so gut, dass wir nichts davon wissen? Ich meine, das wäre der ultimative Ninja, oder nicht? Erin hat damals gesagt, ich bin die Einzige, die trampelt wie ein Elefant. Das muss er heute rauskriegen. Ich stelle mir einfach vor, es wäre Lego. Nicht das Gleichgewicht jetzt verlieren. Okay. Da der Anfang relativ... Ah, ohne hinzugucken, ja? Ohne hinzugucken, ey. Ich habe mega Gleichgewicht. Ich habe wirklich geiles Gleichgewicht, Leute. Wartet, ich probiere, ich zeige euch jetzt. Ah, ihr seht das nicht, ne? Ich stehe jetzt auf einem Bein. Ja, jetzt kann ich viel erzählen. Aber ich habe mega Gleichgewicht. Ich kann es auch mit Augen zu. Und ich hoffe, ich kann auch den Kopf nach hinten machen. Ah, okay, damit schwierig. Aber ich habe echt ein mega gutes Gleichgewicht. Also ohne Witz, ich meine das ernst. Ich habe wirklich gutes Gleichgewicht. Einfach war, durfte ich das Ganze dann einmal mit verbundenen Augen machen. Es ist halt echt schwer, wenn du die Augen zu hast, das Gleichgewicht zu halten. Also man unterschätzt das. Und ja, mein Team hatte sehr viel Spaß beim Zuschauen. Schon wieder nicht gerade gelaufen. Es kann doch nicht sein, dass es so schwer ist. Oh, ich hey. Oshi. Das geht's doch nicht. Lektion Nummer 2.
fortgeschrittene Schleichbewegungen. Nachdem ich die einfachen Schleichbewegungen geübt hatte, ging es dann über zu den etwas unangenehmeren und viel anstrengenderen Schleichbewegungen. Und ich sag euch, das sieht jetzt echt einfach aus, aber wenn man das richtig macht, dann geht es ordentlich in den Korn die Beine. So. Am Krampfkurs. Oh mein Gott, das sieht so leicht aus, das ist furchtbar. Nur ne. Hashiko. Nein, was? Was? Leicht aus, das ist furchtbar. Nur ne. Hashiko. Ich kann mir wehtun. Die haben auch Matten. Die haben auch Matten. Also, sorry, der hat auch eine Matte. So leicht aus, das ist furchtbar. Nur ne. Hashiko. Ja, das sah schon genauso aus. Hashiko. Sah schon genauso aus. I doubt it. Ja, ich weiß, der ist extrem wendig und der ist auch Parkourläufer und ich sehe daneben aus wie ein Kartoffelsack. Aber das Interessante an diesen Bewegungen ist tatsächlich, dass wir hier Tiere imitieren. Und jedes Tier wird bei unterschiedlichen Bedingungen angewendet. Zum Beispiel das Kaninchen wendet man dann an, wenn beispielsweise Laub unter den Füßen ist. Und die Schlange verwendet man beispielsweise, wenn man sich durch etwas Engeres zwängen muss, aber den Feind im Auge behalten möchte dabei. Das, also, die Sache ist ja, ich habe keine Matte hier. Oder? Oder? Das war nicht schlecht. Also das habe ich doch wohl mega gut hingekriegt. Das schaffe ich auch. War nicht so, ne? War nicht ganz so gut. Das ist schwierig. Das ist schwer. Gott, ist das anstrengend. Okay. Lektion Nummer 3, Sprungkraft und Balance. Zwei Schritte. Ja. Als würdest du mal lieber. Oh nein, der ist sogar schmaler. Das bewegt sich sogar, das doofe Ding. Sieht man mal, wie schwer Ninja Warrior eigentlich ist. Nachdem die Balance getestet wurde, versuchten wir uns... Hey Ninja Warrior, TJ, falls du mich einladen willst, ich hab Bock. ...Hand entlang laufen und man merkt, dass der Assistent Parkourläufer ist. Ah, lieber nicht am Regal ausprobieren. Ja, nicht so weit. Ich habe in meiner Kung-Fu-Prüfung, als wir Bretter zertreten mussten, habe ich das mit einem Wandsprung gemacht. Ich bin an die Wand und dann habe ich das Brett gekickt. Und hab's geschafft. Aber ich bin ein bisschen aus der Übung. Ist ein paar Jährchen her, aber ich wollte nur sagen, das habe ich damals geschafft. Nicht, dass ihr mich jetzt hier für einen Loser haltet oder so. Ja. Ah. Ey, gar nicht so schlecht. Ja. Damit ihr mal seht, wie schwer das ist, hat Hiro das Ganze übrigens auch mal probiert und ja. Lektion Nummer 4. Ich glaube, du musst einfach, dein Endpunkt muss hinter der Wand liegen. Also du musst quasi, während du auf die Wand noch zurennst, also einschlägst, quasi noch weiterlaufen. Weil sonst hast du ja die, ne, du musst ja die Gravitation irgendwie an der Wand, also wisst ihr was? Ich kann es nicht erklären. Atemtraining. Erstmal 8 Sekunden einatmen, 8 Sekunden stoppen und 8 Sekunden ausatmen. 1, 2, 3. Das Atemtraining ist vor allem dann wichtig, wenn man aus einem Sprint direkt in eine versteckte Position gehen muss. Denn dann laut zu schnaufen könnte eventuell dazu führen, dass der Feind dich findet. Ja, das hätte ich beachten müssen. Für welchen Gürtel ich das mache, warte, was hatte ich da denn gemacht? Das war rot oder blau oder so. Also ich habe es gemacht bis einen vor braun damals. Ja, dann hat mein Studium angefangen, dann habe ich es nicht mehr geschafft. そういう時にこう呼吸のリズムに集中することで走りきれるようになる。はい。
Ey, guck mal, wie er läuft. Er sieht so voll gleichmäßig aus, als wäre er auf so einer Schiene. Er hüpft gar nicht so hoch und runter. Ich ersticke. Oh, mein armes Herz. Lektion Nummer 5. Das Verstecken. Auch beim Verstecken war die Atemtechnik, die ich davor gelernt habe, natürlich extrem wichtig, denn auch hier muss man eventuell aus einem Sprint direkt in eine ruhige Position gehen. Und das war auch wieder echt schwierig. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe mir das gerade angespannt, weil ich dachte, er sticht richtig rein. Wenn man sich in der Dunkelheit versteckt, ist es besonders wichtig, das Gesicht zu verdecken, denn die Augen und Zähne könnten in der Nacht sonst reflektieren. Deswegen versteckt man, wie man hier in dieser Szene sieht, sein Gesicht. Gerade in so einer Situation ist es wichtig, den Atem unter Kontrolle zu behalten, wie ich es vorhin in der Lektion so vorgelernt habe. Denn ich glaube, ein atmender Stein würde doch relativ schnell auffallen. Du kannst halt in dieser Position kannst du kaum noch atmen. Du bist ja komplett zusammengequetscht. Du kannst ja deine Lungen gar nicht ausbreiten. Langsam schon echt platt von den vielen Informationen und Training, aber ja, ich war auch noch längst nicht am Ende. Oh, als nächstes stand der Part an, den ich im Nachhinein am meisten verabscheue, und zwar das Abhärten. Lektion Nummer 6, Abhärten. Ab hier übernahm übrigens Ichigawa wieder das Training, um mir weitere Disziplinen beizubringen, denn gegen später musste ich ja noch eine Prüfung absolvieren. Oh mein Gott. Du machst einfach die Hälfte mit, ey. Soll ich jetzt alles mitmachen oder was? これ武術でも使うんです。こう打ってきてもらっていいですか？こういう時にこういう動きね。 Oh Mann. Oh, das tut so weh. Ey, aber ohne Witz, das war immer das Schlimmste. Hier so diese. Das ist ja furchtbar. Diese Ellen immer aufeinander. Das war immer das. Vor allem, du musst ja, wenn du das abhärtest, ne, war es immer wichtig, dass du das halt so gerade triffst, dass sie quasi die zwei Speichen hier hintereinander sind. Weil wenn die so sind, brechen die halt leichter. Und so hast du die quasi doppelt. Abhärten war immer das Ätzendste, ey. Ja, ich bin der Ninja des Vertrauens. Komplett blaue Flecken. Ich hatte alles blau, ey. Ich hatte sogar mal eine richtige Sehenscheinentzündung. Ja, alles war. Ich konnte die Hände nicht mehr bewegen, so. Das. Es ist volles Punishment. Oh Gott, ey, was sage ich meinen Eltern, wenn ich blaue Beine habe, nach Hause kommen? Oh. Ich war nach 4 Stunden bereits ziemlich durch, wie man sehen kann. Aber mich erwartete mindestens noch einmal genauso viel Input. Oh, ich glaube, das kann man in dieser Szene sehen. Da hat gerade mein Geist meinen Körper verlassen. Ich möchte an dieser Stelle noch mal ein dickes Dankeschön an Hiro aussprechen, denn er hat für uns die komplette Kommunikation in Japan geführt, hat uns alles wunderbar übersetzt, so wie auch dieses Video. Und mir wurde auch schnell bewusst, wie wichtig es ist, sich in Japanisch korrekt auszusprechen, denn ansonsten kann es zu sehr peinlichen Missverständnissen kommen. So wie hier zum Beispiel. Hi, ja, kyou wa otsukare sama deshita. Yoku ganbarimashita. Shigyou subarashikatta desu. Gokaku desu. Goshoujin arigato gozaimashita. Für alle, die keine Lust haben auf solche peinlichen Missverständnisse. Das ist einfach eine Werbung. Einfach eine Werbung. Ich dachte jetzt so, jetzt wird das richtig peinlich jetzt. Einfach bestimmt Bubble oder so. Können sich jetzt Duolingo kostenlos holen. Ja, oder das. Duolingo schafft es, Sprachenlernen unterhaltsam zu gestalten. Außerdem ist Duolingo die beliebteste Sprachlern-App weltweit. Jede Duolingo-Lektion dauert nur wenige Minuten und nur 15 Minuten täglich lernen sind genug, um eine neue Sprache zu lernen. Duolingo bietet über 40 Sprachen und jede Session macht wirklich sehr viel Spaß. Danke an Duolingo für dieses Sponsoring und so ein peinliches Missverständnis wird mir definitiv nicht wieder passieren. Kusheshin, arigato gozaimashita. Jetzt ist er happy. Voll sympathisch, ey, voll sympathisch. Ich dachte schon so. Und somit kommen wir auch schon zur nächsten Lektion Nummer 7, Balance und Ausdauer. Oh, jetzt wird's, jetzt.
Jetzt bin ich gespannt. Ach du Scheiße. Hä? Ah, super, super. Okay, Leute, ihr wisst, was das heißt. Okay. Ah, kein Glas. Ich würde kein Glas. Eine Tasse? Ah, geht auch kaputt. Ich nehme eine Tasse und ich versuche es einfach zu fangen. Lodizismus, es tut mir sehr leid. Ich missbrauche jetzt eure Tasse dafür. Ah, so gut. Super. Gott, ich habe so Angst, dass die Tasse kaputt geht. Aufstehen, weiß ich, ob ich das schaffe. Ugokanai to kaite. Jetzt anders. Das war ja furchtbar. Boah! Was? Ich stehe auf Zehenspitzen. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich stehe auf Zehenspitzen. Mit dem einen Bein noch schlimmer. 112er Puls. Nachdem mir mein Körper eigentlich schon komplett wehgetan hat, ging es weiter zu Lektion Nummer 8. Die Theorie des Kuchi-Ins. Die Theorie ging ganze 2 Stunden, gut, das war, ehrlich gesagt. Ehrlich gestehen, irgendwann konnte auch mein Kopf nicht mehr. Und ich glaube, das war somit meine schlechteste Lektion. Also von unten, ne? Ich merk's gerade, ja. Okay. じゃあ, あの、 自分 が、 舞台 の、 ね、 まあ、 役者 さん になった と して、 ここ 2万 人 入る ホール です。 3 階 席 の 一 番 遠 く の お 客 さん に、 自分の声が届くように、おーいって一回叫んでみましょうか。おーおーい。Ichikawa erklärte mir alles über die Theorie des Kuchi-In, in der er mir alle 9 Zeichen wirklich detailliert erklärte und welche Götter hinter diesen Zeichen stehen. Das ist geiler Naruto-Stuff. Ey, das würde ich auch gerne können, aber ich bin viel zu faul, das zu lernen. Mit den 9 Zeichen werden unterschiedliche Götter beschwört, die dich im Kampf unterstützen. Es ist also wie ein Zeichen, das dich mit den Gotteinheiten verbindet und du versetzt dich körperlich und geistlich mit heiligen Kräften und beseitigst somit das Böse. Die 9 Zeichen des Kuchi-Ins können mit Handbewegungen ausgeführt werden oder eben auch mit einem Katana. Und somit kommen wir zur Lektion Nummer 9. Überleg mal, du kannst das mit einem Schwert. Umgang mit einem Katana. Wie ich schon vorhin erwähnt habe, ist mir die Theorie extrem schwer gefallen, vor allem mit der Aussprache der einzelnen Zeichen. Und im Katana-Training ging es anfangs darum, jetzt nicht mehr nur die Handzeichen zu machen, sondern das Kuchi-In auch mit dem Katana auszuführen. Und ja, ich kann's halt einfach nicht. Muss mal zurückspulen, sorry Leute. Die Handzeichen zu machen, sondern das Kuchi-In auch mit dem Katana auszuführen. Und ja, ich kann's halt einfach nicht. Ah, das kann ich auch nicht. Kisaki no suihei senjou ga aite no nodomoto. De, tsugi jōdan no kamae. Agemasu. Ja, mein Brain sitzt aus. Es ist sehr viel. Ich habe kein Katana, ich habe so ein Säbel. Also leider ist mein Übungssäbel. Ich weiß nicht, was in der Situation mit mir los war, aber es war mir auch einfach unangenehm mit den Zuschauern, die im Dojo eben waren. Und ich kam einfach nicht aus mir raus, verdammt. Ich war jetzt schon 9 Stunden dabei und ich glaube, man sieht einfach nur, wie durch ich bin. Deswegen hier mal meine Bilanz. Es ist echt machen. Nennen wir es einen Erfolg. Stehen, körperlich anstrengend, zuhören, wieder körperlich anstrengend, zuhören, lernen. Also es ist ja nicht nur Körper, sondern auch Gehirn. Und dann noch die ganzen Abfolgen merken. Es ist halt alles. Es ist halt wirklich Allrounder. Du kannst es halt wirklich überall einsetzen. Und ich glaube, es ist aber auch so, du lernst ja nicht alles an einem Tag normalerweise. Ich glaube, du machst wirklich, keine Ahnung, Monate vielleicht immer nur Katana-Training oder Schleichtraining, dazwischen vielleicht mal ein bisschen was anderes. Aber ich glaube, verbringst dann schon den ganzen Tag mit einer Übung. So. Generell irgendein Hobby machen, Kampfsport,
irgendwas, das kann man immer auf dem Alltag halt eben integrieren. Gerade auch, was er gesagt hat, Ruhe, dieses Ruhigbleiben in stressigen Situationen, die Atemübungen. Macht mehr coole Sachen, anstatt im Internet abzuhängen. Das bestätigt übrigens auch Michikawa, der sagt, dass das Training, das er jeden Tag ausführt, ihm tatsächlich auch im Alltag hilft. Zum Beispiel bei der Kursung, あまりこう顔色変えちゃうとね、 自分の立場にも弱くなっちゃいますよね。 で、そういう時はもう顔色一つ変えず、何事もなかったかのようにね、 動じずにするとか。 まあ、あとその人となるべく衝突しないようにね、 何かトラブルが起きたとしてもうまくことを収める。 Nach meinem kurzen Mental Breakdown ging es Ninja. Auch schon zur Lektion Nummer 10, Wurfsterne schmeißen. Und somit kamen wir zu meiner Lieblingslektion. Übrigens nehmen viele an, dass Ninjas nur mit Wurfsternen schmeißen. Tatsächlich tun sie das auch, aber sie benutzen meistens Metallstäbe, denn die kann man viel besser in seiner Alltagskleidung oder irgendwo verstecken. Ganze 10 Stunden habe ich mich durch die Lektionen gekämpft und es war anschließend Zeit für die Prüfung. Ich muss ehrlich sagen, ich war irgendwie aufgeregt, aber ich war auch einfach nur fertig, deswegen let's go! Das sieht viel schwerer aus als jetzt gerade, weil gerade hatten die so Tassen oder irgendwas, die halt eine richtig große Fläche hatten, so wie das hier. Also es war jetzt auch nicht so leicht runtergefallen, aber das ist ja viel höher, auch ein ganz andere, einen ganz anderen Schwerpunkt. Oh, perfect. Ah, die Schüssel. Oh, wie geil, wie geil. Es freut mich, dass das geklappt hat. Nachdem ich eine Stunde Prüfung hinter mir hatte, kamen wir zur Bewertung. So, wir haben jetzt fast 9 Stunden trainiert. Er hat mich ja sehr gut vorbereitet und dann kamst du dazu, um das Ganze zu prüfen. Deswegen ist jetzt meine Frage, wie habe ich mich geschlagen? Was kann ich besser machen? Woran muss ich arbeiten? センスはとても素晴らしかったので、あとあの反復して練習することでもっとあのこうバランスのコントロールとかこうそーっと足をつける動きとかがうまくなると思います。あとは反復。じゃあ午後の部ですよね。はい。あの非常にね体幹が素晴らしい。 Ich glaube, Gnu ist auch mega doll trainiert. Also ich glaube, die hat auch wirklich Körperspannung ohne Ende. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde. Wenn sie in der Bauchatmung arbeitet, kann sie noch mehr Ki-Energie rausholen. Aber es war tatsächlich auch eine der ersten Sachen, die wir damals üben mussten. Also alles, wenn du einen Punch machst oder so, kam das nie aus dem Arm. Es kam immer der ganze Körper mit und gleichzeitig die Atmung. Uns wird immer gesagt, aus der Hüfte, aus dem Zwergfell. Krass, das konnte ich gut vom Trompete spielen. Da darfst du nämlich auch nicht in den Brustkorb atmen, sondern musst du auch so mit dem Zwerchfell so in den unteren Bauch atmen. Dann vielen, vielen Dank für die Zeit, für die Erfahrung und dass ihr auch euch auf uns eingelassen habt. Und da wir ja wissen, dass es beispielsweise in Kyoto schon Probleme gab durch Touristen oder Creator, die sich nicht gut verhalten haben, sind wir umso dankbarer, dass ihr uns zugesagt habt, uns vertraut. Deswegen nochmal vielen Dank und ich finde es sehr beeindruckend, wenn man eben sieht, wie viel man eigentlich als Ninja können muss. Es ist eigentlich alles, also muss ein Allrounder-Talent sein. Deswegen vielen Dank für die Zeit und dass wir hier sein durften und dieses tolle Video machen durften. Übrigens vielen Dank für die zahlreichen Challenge-Vorschläge. Schreibt auch unter dieses Video, was ich als nächstes ausprobieren soll, testen soll.
24 Stunden im Leben von oder irgendwelche anderen krassen Challenges. Ich bin sehr gespannt. Mein Team und ich haben uns schon einige Kommentare und Challenges rausgesucht und sind gerade im Hintergrund schon dabei, einige Dinge zu organisieren. Ich bin sehr aufgeregt und muss definitiv noch deutlich fitter werden. So Leute, das war's mit dem Video. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was wir noch ausprobieren sollen, was ich mir noch anschauen soll. Vielleicht habt ihr noch coole Ideen. Ich bedanke mich, lasst einen Daumen nach oben da, mit Abo, würden wir uns auch sehr freuen. Und natürlich unten in der Beschreibung abchecken, alles zum Nindo und Ninja-Dasein findet ihr in der Beschreibung. Und ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt. Und jetzt raus. Ja, ich habe das zwar abgekürzt, aber ich will sagen, ich habe, glaube ich, einfach genauso viel gelernt heute. Ey, nein, lass auf jeden Fall Abo bei Gnu da. Das ist der Kanal Jasmin Gnu, nicht der normale Gnu-Kanal. War ein geiles Video. Also ich finde solche Sachen, finde ich richtig cool. Ich bin gespannt auf diese Ballettfolge. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ich hätte nicht das Durchhaltevermögen, so viele Stunden durchzuziehen. Ich glaube, wenn das dein Lebensinhalt ist und du das jeden Tag machst, dann bekommst du das Durchhaltevermögen. Ich könnte es mir nicht vorstellen, also dann musst du das auch wirklich, glaube ich, nur machen. Du hast morgen Nachmittagsunterricht. Denk an die Ninjas, die haben den ganzen Tag Nachmittagsunterricht. You can eat 24 am Stück mampfen. Ey, das würde ich schaffen. Das würde ich, glaube ich, hinkriegen, glaube ich. Ja, ich bin völlig zerzaust vom Training. Oh Gott, oh Gott. Ich bin ja voll durchgeschwitzt. Ich kann die Arme nicht mehr hochmachen. Das war anstrengend.